Hallo, liebe Comic-Freunde, willkommen zu einer weiteren Reise durch Europa mit Hilfe eines europäischen Comic-Magazins. Und heute ist es auch mal wieder eine echte Zeitreise, nämlich in den September 1959 mit diesem Heft von Cœur Vaillant. Also tapfere Herzen, denn den tapferen Herzen ist nichts unmöglich. Ein wöchentliches Comic-Magazin, gegründet 1929. Was es tatsächlich zur ältesten Comic-Heftreihe macht, die ich euch bislang vorgestellt habe, zumindest. Gegründet 1929. Das hier ist mein Heft von 1959, deswegen da das Kreuz. 1963 ist es umbenannt worden in Je Deux Jeunes. Das J am Anfang steht dann für Jeudi, weil das Heft immer am Dienstag rauskam. 1971 wurde es dann umbenannt in Formule One, also Formel 1. Und dann war aber 1981 ja die Zeit für diese Magazinreihe dann halt doch vorbei. Aber immerhin, wenn man alles zusammennimmt, mehr als 50 Jahre gab es Cœur Vaillant und seine Nachfolger. Gegründet ist das Ganze hier von einer Organisation der katholischen Kirche. Also es ist ein wenig ein Propagandablatt, also ziemlich ein Propagandablatt. Später war es dann sozusagen auch das Comic-Organ der Aktion, wie heißen die, L'Action Catholique des Enfants, also der katholischen Kinder. Und ja. Hat aber dennoch, möchte ich jetzt fast sagen, eine wirklich herausragende Bedeutung, weil nämlich dieses Heft Hergé nach Frankreich gebracht hat. In Cœur-Vaillant ist zum ersten Mal Tim und Struppi abgedruckt worden. Am Anfang haben die werten Herrschaften, weil sie wirklich sehr konservativ sind, so ganz die Erzählweise von Tim und Struppi nicht verstanden, und sie haben jedes Panel nochmal mit so einer Erklärbox, wie bei ja, Prinz Eisenherz quasi, unterlegt. Überall einfach unten drunter nochmal geschrieben, oder wie bei Blake und Mortimer oder so, Mortimer. Und Hergé hat dagegen ja protestiert und letztendlich recht bekommen, so dass dann nachher die Hergé Comics, so wie sie beabsichtigt worden sind, auch abgedruckt worden sind. Ich habe hier einen Band, da habe ich mir ein paar, also nicht alle, aber jetzt auch noch zugelegt. Mein Hergé-Wahnsinn kennt offensichtlich keine Grenzen. Le Feuilleton Integral. In dem sind die Hergé-Comics so abgedruckt, wie sie dann in den Zeitungen erschienen sind, also in Le Petit Vingtième. Aber deswegen habe ich euch jetzt eigentlich das nicht vorgezogen, weil Le Petit Vingtième ist ja eben die belgische Version, sondern hier, weil Cœur Vaillant hat eben eine andere Reihe von Tim und von Hergé veröffentlicht, also nachdem, also die haben Tim und Struppi veröffentlicht, aber dann haben sie sich beklagt, weil Tim ist ja nicht verheiratet und man weiß ja auch nicht so irgendwie, der ist so ein bisschen ambivalent. Wie steht er denn zum Glauben gewissermaßen? Naja, lieber Hergé, können Sie uns nicht eine nette Familiengeschichte mit einer normalen Familie zeichnen? Und Hergé war dem offensichtlich durchaus aufgeschlossen, weil er war selber ziemlich ja, katholisch geprägt. Und zumindest in seinen Anfängen. Und dann hat er hier die geheimnisvollen Strahlen von Joe, Jet und Yoko. Jetzt habe ich wieder ein Lip. Die ist natürlich dann auch in Petit Vingtième erschienen, aber in Cœur Vaillant meine ich immer auch zuerst. So. Und die Reihe kam natürlich auch dem Petit Vingtième, der ist ja auch ein sehr konservatives Blättchen gewesen, gelinde gesagt. Vorsichtig gesagt. Auf jeden Fall kam denen das auch zu Pass, dass da endlich mal eine richtige Familie mit Papa und Mama und so weiter da war. Also ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich bin ja durchaus auch ein bisschen ein Konservativer im Geist, aber als Prämisse für eine Geschichte
Wir wollen eine Familie haben. Was soll denn dieser ewige Junggeselle Tim? Ist das natürlich ein bisschen wenig. Die Geschichten machen aber echt Spaß. Wer Hergé mag, der wird Georgette und Jocko sicherlich auch gerne mögen. Es gibt bei Carlsen das Komplett. Das ist das einzige Album, was jemals von Schreiber und Leser veröffentlicht worden ist. Die haben aber insofern gut gemacht, indem es ein Hardcover ist. Aber leider haben sie dann aufgehört, das zu veröffentlichen. Also ich habe die anderen Geschichten dann oder die Fortsetzung auch davon in Softcover von Carlsen. So, jetzt aber mal zu dem eigentlichen Heft hier, Cervajon. Das ist der Titel verweist auf die Titelgeschichte. Und das ist so ein, ja, ein edukativer Comic ein belehrender Comic über die Ursprünge des Roten Kreuzes. Schon interessant, dass, sagen wir mal, Propagandakunst, egal jetzt ob sozialistisch, rechtsaußen oder auch hier katholisch, oder was auch immer, wirklich immer sehr, auch wirklich immer sehr häufig eben erkennbar ist. Also, dass man sieht auf den ersten Blick, okay, hier Propaganda, Obacht. Nicht Contact, sondern Obacht. Auf jeden Fall haben wir hier eine Geschichte über oder einen Bericht, vielleicht eher eine Rekapitulation der Anfänge des Roten Kreuzes. Über die Zeichner in diesem Heft kann ich euch eigentlich durchgehend nichts sagen. Die sind alle mehr oder weniger in der Vergessenheit verschwunden, zumindest in meiner persönlichen Vergessenheit. Aber hier sieht man eben, wie das dann 1864 gegründet worden ist und dann aber auch später zu einem wirklichen Waffenstillstand geführt hat. Nämlich, wenn die Fahne des Roten Kreuzes zeigen, dann schwiegen die Kanonen und warteten zumindest netterweise ab, bis man die Verletzten abtransportiert hat, bevor das Gemetzel weitergehen konnte und man mehr Verletzte produzieren konnte. So, dann haben wir den Besuch von zwei Cartoon-Gestalten namens Tick und Tack beim Herrn Molière. Aber ganz ehrlich, richtig mein Herz erwärmt die rechte Seite hier, wo ein Oller Simca, ich meine, es gibt wirklich coolere Fahrzeuge, die über die Erde gerollt sind, als ausgerechnet ein Simca. Aber wenn der mit so einem netten Aufriss hier versehen uns präsentiert wird, dann möchte man doch gerne einen Simca fahren. Im Übrigen sind diese Blätter hier alle lose ineinander. Also das ist bei ganz vielen Heften so üblich gewesen, wie wir das ja schon gesehen haben, dass die wie eine lose Zeitung so ineinander gefaltet worden sind. Und funktioniert ja auch. Auf der linken Seite haben wir Keksreklame in Comicform, wie man es sehr häufig hat. Auf der rechten eine Reportage, die finde ich schon sehr originell da wird berichtet über diese neuartige Form von Parkhäusern, wo man sein Fahrzeug reinfahren kann und dann wird das in so einem aufzugähnlichen Mechanismus hochgefahren. Hat man ja heutzutage fast in jedem Neubaugebiet. Aber damals war das wohl so wichtig und originell, dass die hier einen Bericht der Schweizer Jugend, also eines anderen befreundeten katholischen Jugendmagazins aus der Schweiz, übernommen haben. So. Relativ typisch ist so diese nochmal reduzierte Ligne-Claire-Stil, finde ich. Der, wenn man jetzt von Hergé verwöhnt ist, eher, ja, wirklich nicht mehr so beeindrucken kann. Auf der rechten Seite eine Sportseite und in den Steppen Asiens mit einem sehr blonden, sicherlich sehr vorbildhaften Helden. Eine Geschichte ist aber, trotz jetzt meiner Ironie, ist das
offensichtlich schon zumindest mal solide gezeichnet und die damaligen Kinder von 11 bis oder Jungs von 11 bis 14, das war so die erklärte Zielgruppe dieses Heftes, die haben dann zwei Seiten von diesem Abenteuer bekommen, was ja auch wirklich manchmal ganz gut ist, wenn man sich nämlich zum Beispiel mal, ups, das muss ich nachher wieder reintun, wenn man sich zum Beispiel diese Geschichte anguckt hier, das ist ja noch ein bisschen wenig, die werden gestört durch Krach draußen, diese beiden Outlaws in Gefahr. Und dann sagt der eine, oh, und wir erfahren aber erst nächste Woche bei der Fortsetzung, was denn ihm denn dieses O entlockt hat. So. So, jetzt habe ich das Heft erstmal wieder zusammengebaut. Hier haben wir, das erwarten wir doch von einem katholischen Jugendmagazin, eine Geschichte von einem Heiligen oder eine Biografie über einen Heiligen. Der scheint mir aber irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt zu sein, hier der Name. Das Leben des heiligen Jean, des Gött von Gott oder so, oder wie auch immer. Also der war offensichtlich sehr, sehr heilig. Und nebendran das, was man wohl in den 50er Jahren als eine Lausbubengeschichte bezeichnet hat. Dann Anleitung für Bewegungsspiele, wie man das in vielen Comic-Magazinen hat. Und für die Stubenhocker, die sich nicht an Bewegungsspielen beteiligen, ein Abenteuercomic im Regenwald. Solide gezeichnet, aber leider wohl auch ein wenig vergessen. Oder ich irre mich und die Bezeichnung der Zeichner sind so Aliasse und Pseudonyme. Dahinter verbirgt sich ein ganz bekannter Zeichner, dann klärt mich auf jeden Fall darüber auf. Dann Moki und Pupi. Aber richtig lustig finde ich wirklich. Diese Gruppenbilder von tapferen Herzen, das sind natürlich alles Jungs. Ausnahmslos. Und bestimmt alles ganz aufgeweckte Knaben und brave Buben. Wobei der rechts unten da mit seiner Kapitänsmütze, der führt irgendwas im Schilde. Aber auf jeden Fall, ja, so Art katholische Pfadfinder oder wie auch immer, die durch dieses Heft auch zusammengebracht worden sind über Briefverkehr und sonst was. Und das dient dann so als identitätsstiftendes Zentralorgan oder diente. Also, wie auch immer, auch wenn ich mich jetzt für die Kirche im Besonderen und die katholische Kirche im Speziellen nicht so sehr erwärmen kann, ist das doch ein schönes Heft, kann man gar nicht anders sagen. Und aufgrund seiner Verbindung mit Hergé sicherlich auch ein wichtiger Baustein der europäischen Comicgeschichte. So, nächstes Mal gehen wir wieder nach Deutschland zurück, mit den europäischen Comicheften. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Montag.